Guten Morgen aus Sutt. Ich werde jetzt mal zum Hafenmeister gehen und dann werde ich für unser Schiffchen bezahlen für die Nacht und dann werden wir weiter segeln. Die Liegegebühr von 98 Euro für eine Nacht, für eine 37-Fuß-Yacht ist bezahlt und jetzt geht es weiter. Zunächst haben wir mal eine Badebucht angesteuert, da wir uns noch ein wenig erfrischen wollten. So, wir werden jetzt aus der Badebucht wieder ablegen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, der Anker liegt voraus, so auf 1 Uhr. Es sind gut 18 Meter Kette draußen. So, ich sitze vorne am Bug und eben kam auch das Kommando, dass wir den Anker heben können. Und das mache ich jetzt gerade. Der Anker sitzt ganz gut fest und wir müssen fast drüber fahren, damit wir ihn da unten wieder frei bekommen. Nein, links davon. Das ist immer noch nicht. Dann sind wir auch schon unterwegs und weil kaum Wind ist, müssen wir den Motor zur Unterstützung dazu nehmen. Wir erreichen die Insel Itz und laufen in den Stadthafen Feli ein. Das muss ich jetzt aber nicht haben. Ist da nicht schon einer da? Steht da nicht schon einer hinter dem, vor dem Cut? Ja. Der Hafen war bereits gut gefüllt, aber wir bekamen schon vom Mariniero eine Anweisung, einen Platz neben einem Katamaran anzulaufen. So, wir haben den letzten Liegeplatz auf der Insel Is im Hauptort Feli erreicht. Jetzt kommt hier gleich noch eine Regatta rein, für die sind die anderen Liegeplätze reserviert. Ja, das sind schon immer komische Geräusche im Hafen und man fragt sich manchmal, ob eines der Boote vielleicht inkontinent ist. So, wir haben den Hafen erstmal verlassen und das kleine Örtchen Feli erkundet. Hier gibt es viele Restaurants und Bars mit absolut zivilen Preisen, anders als auf den Supertouristeninseln. Na, wenn das mal nicht gut aussieht. Und hier gibt es noch einen Eiskaffee und ein Vanilleeis.
Hier kommt die Personenfähre vom Festland an. Hier kocht die Mutter noch persönlich und es hat wirklich gut geschmeckt. Die Taverne ist in Hafennähe. Ich kann sie empfehlen. Wir haben unser Essen übrigens selbst bezahlt. Das ist keine bezahlte Werbung. Dann sind sie anschließend. Am nächsten Morgen haben wir dann noch ein kleines Ründchen durchs Örtchen gedreht. So, wir sind jetzt ganz oben, fast ziemlich oben und schauen Richtung Hafen von Feli. Ein Auto ist uns bisher noch nicht entgegengekommen. Von daher ein sehr ruhiger Morgenspaziergang. So, das war unser kleiner Morgenspaziergang über die Insel Feli. Jetzt geht es wieder aufs Boot und dann werden wir ablegen. Beim Supermarkt am Hafen haben wir noch schnell das Wichtigste für die nächsten Tage eingekauft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert dort den Kanal, dann seid ihr dabei, wie unsere Reise weitergeht. Bis dahin, tschüss!